Schon als Kind haben mich verschiedene Steine und alles, was glitzert, total fasziniert. Heute arbeite ich mit Edelsteinen und verschiedenen Materialien aus der Natur. Die Faszination aus der Kindheit hat sich in Respekt verwandelt, denn man muss die Eigenheiten und die Eigenschaften dieser Materialien genau kennen, um mit ihnen arbeiten zu können. Wenn man weiß, wie das sozusagen als flüssiger Lava durch Druck und Hitze zum Edelstein wird und bei den Metallen genauso, wie die abgebaut werden, wie viele Prozesse da notwendig sind, bis das Metall bei mir am Werktisch liegt, wie viel da schon passiert ist vorher über Millionen von Jahren in der Natur und dann bei den Metallen geschaut hat, dass es reines Metall ist und befreit ist sozusagen. Da ist schon viel an Vorarbeit passiert, bevor ich das überhaupt kriege. Inspiration hole ich mir eigentlich von überall her. Also das kann jetzt sein eben aus der Natur, irgendwelche Formen aus der Natur. Das kann jetzt sein auch durch irgendwelche Schmuckfotos, durch alte Schmuckfotos, durch Museumsbesuche, aber eben auch durch Sachen, die meine Töchter zeichnen, die vielleicht mit Zeichnungen, die mit Schmuck jetzt vielleicht gar nichts zu tun haben, sondern wo ich einfach eine schöne Form sehe und sage, wow, das könnte man jetzt in einem Schmuck umsetzen. Der ganze Ablauf beim Arbeiten, vom Anfangen, vom Materialschmelzen über, wenn ich die Zeit habe, von Anfang bis Ende ein Schmuckstück durchmachen, dann ist das entspannend. Das Schöne ist, dass wenn die groben Arbeiten abgeschlossen sind, wie das Schmelzen und das Walzen, das Biegen und das Feilen, und ich mich an meinen Werktisch setze, ist Geduld und Ausdauer gefragt. Schritt für Schritt komme ich meinem Entwurf und meiner Idee näher und es entsteht eine Beziehung zwischen mir und dem Schmuckstück. Wenn man mit einem Brautpaar zuerst eine Stunde sitzt und die Ringe bespricht und dann 4 bis 5 Stunden gemeinsam nur mit diesem einen Brautpaar in der Werkstatt ist und dann sieht man, wie die miteinander umgehen. Und es kann sein von überaus zuckersüß miteinander und bis zu einfach dieser spielerische, neckende Umgang, wo man sich sogar mit der Feile droht, wenn der andere vielleicht etwas nicht so schön gemacht hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und das mitkriegen zu dürfen, das ist was Schönes. Schmuckstücke von mir haben generell einfach eine Geschichte. Und wenn jemand die will, dann erzähle ich sie auch ganz bereitwillig. Jedes Schmuckstück hat eine Geschichte. Und wenn es rausgeht und dann kriegt es noch immer mehr Geschichte im Laufe des Lebens.